Imagine, du spielst Scharfschütze und wirst dann einfach von einem Healer genutzt. Das wäre so Hat man das lustig. nicht in einer Runde gehabt, wo ich einen Scharfschütze weggesniped habe? Ich glaube, du Und das hast schon mal einen als Scharfschützen Healer? genudelt. Ja, die Decision of Under Carpet. Ey, das war so dumm, ey. Das ist einfach Naja. so fucking useless und unexpected, dass mein Zieler mal kurz einen Scharfschützen wegnudelt. Und das dann noch aus Distanz. Ich glaube, der Scharfschütze hat seine Rolle nicht Die ganz verstanden. Sonics. Nepal. Naja. Ich glaube, ich bin heute wieder ein bisschen Diva. Alles klar. Diva macht mir gerade irgendwie Spaß. Jaske. Ist aber Sorry, ich zugegeben auch mach der hier. einzige Tank, der mir wirklich Spaß macht. Mich wundert so, dass ich gerade ständig Diva spielen kann, weil irgendwie immer in den Teams, wo ich bin, ist kein Diva Main dabei. Das ist halt das Geile an Overwatch. Das Geile an Overwatch ist einfach durch so viele Legenden, die es hier gibt, also so viele Charakter, kannst du dein Main eigentlich fast immer spielen. Und das ist natürlich schön, wenn dir der Main nicht gemobst wird. Da bist du schon mal gleich confidenter und kannst mehr Spaß haben. Also direkt rausgehen und instant Gegner treffen. False killer dancing. So nicht, mein Junge, Alter. Du jietest mich da nicht runter. Ja. Gebracht, ey. Nämlich gar nichts. Alter, will er mich herunterschmeißen? Bin jetzt da wieder. Finde ich persönlich nicht ganz so geil. Bug wird eingenommen. Oh, hallo. Einer zu viel. Einer zu viel. Hallo. Aha. Sephira hatte ich gerade gar keinen Bock. Also sei doch so bitte so nett und sterbt einfach alle. Natürlich ist der, Alter, der Gegner war gerade fast so lost, der ist fast da runtergeflogen, ey. Fällt erstmal selbstversehentlich in den Abgrund, weil er einfach rumspringt wie ein Idiot. Und das ist am Rande dieser komischen Plattform in der Mitte. Das wäre einfach hart Karma gewesen. Für seinen Autismus stirbt er erstmal. Einfach gestorben, weil man irgendwo dumm rumspringt. Bist du eigentlich Stop immer so no, my sein? name what? Dann wären die Autisten in dem Game nicht so schlimm. Obwohl, hier Nice geht's eigentlich. play. Aber in Apex und COD ist es immer schlimm. Was es da für Autisten gibt, Alter! Die machen den Nicknack, Das ist eine Overneck, Frage. Triple Jump, Fallrückzieher, damit den nicht getroffen wird. Das ist schon ein bisschen abnormal, teilweise. Hier ist das Ganze ja noch einigermaßen in Grenzen, weil das Movement hier nicht so geisteskrank ist. Okay. Okay. Wie, wenn da jetzt ein Gegner da hinten kommt? Ja, perfekt. Okay. Haben die sich gerade gegenseitig Boom. gekillt? Hä? Als ob ich Perfekt. damit. Hä? Ja, der ist in Deckung gerannt. Oh, recht jetzt? Ja. Addison Kickhouse. Ich verarsche dich nicht. Ja, ist mir schon aufgefallen. Ich habe immer trotzdem. Ich dachte mir gerade so, ah, das wäre doch noch schöne Q. Einfach in zwei Tanks rein. Aber der ist gerade noch weggekommen. Hier Egal. haben wir den Punkt. Und ein Verbündeter denkt sich, ja, erstmal schön in den Abgrund. Das nicht. 300. Okay, Genji. Ich komme gleich wieder auf den Punkt. Ich glaube, Jeder auf der andere Karte ist Tank es hat als dazu. Healer fast gefühlt nutzlos. Aber naja. Naja, Two-player kommt halt auf die Scores. Situation drauf an.
Wenn ihr gefühlt irgendwo überall Gegner rumrennen können und Verbündeten sich teilweise denken so ab in den Abgrund. Hoppala. Ja, ich gefühl war. Ja. Oh, lol. Ich habe gerade einfach 2 Kills als Mini-Diva gemacht. Ja, das ist aber auch echt nervig. Die Zwischenrunde haben wir. Und die Bastion ist weg. Und wir haben gewonnen. Ja, die Zwischenrunde haben wir. Sowas von. Snake. Ey, die Runde wäre verloren. Naja. Nee, wir haben ja am Ende nochmal ordentlich rausgezückelt. Ja. Irgendwie. Burn me. Denn dadurch, dass Road Talk und ich natürlich als Tanks ganz gut auf dem Funk geblieben sind, hat's dann doch noch was gebracht. Denn Tank sollte sich primär auf den Punkt konzentrieren. Ansonsten macht das nämlich gar keinen Sinn. Klar. Wenn wir Gegner am Punkt ausschalten. Die besten Gegner. Genji konnte mir gerade ein bisschen zu viel. Decide. Natürlich ist dann. Ja, da liegt kein hier in der Nähe. Egal, ich bleib jetzt einfach hier. Draufgeschissen, der Punkt ist wichtiger als mein Leben. Da ist gerade jemand runtergefallen, echt jetzt? Ja. Jetzt. Cool. Die Profi-Teammates. Ist dich. Engelblüte, ey. Mach wieder diesen Move und will mich killen, während ich da vorbeilauf. Was hat's da gebracht? Selbst gestorben. Wenn man behaupten hat, nicht so gut funktioniert, diese dumme Eingriff. Das war ein Schuss in den Ofen, würde ich sagen. Verstanden, I'm so fett, Alter. Ich bin so fett. Meine Güte. Stirb doch, du elendiger Hundesohn. Entschuldigung, YouTube. Aber ich weiß, da seid ihr nicht ganz so pingelig. Mann, dieses Schild von Reinhardt geht mir teilweise so dermaßen auf meine göttlichen Nüsse. Über mir ist, glaube ich, wieder eine Sombra. Wirklich wär's? Oder wie die heißt, die sich tankt. Auf dem Point ist das Sombra. Ich hab noch Schritte gehört. Pacific Time. Komm schon. Oh, natürlich ist da noch Reinhardt. Ach, kann das jemand sterben? Nein. Ich hab so das Gefühl, der Typ hat gerade meine Ulti geblockt. Ach. English News. Und warum zum Fick kann der mit seinem mickrigen Schild meine Ulti blocken? Meine Güte, ey. Wir müssen meine einfach nur auf den Point kommen, wir brauchen nur noch 1%, das kriegen wir. Obwohl es nicht schlimm wäre, wenn die Runde noch ein bisschen spannender ist. Also das ist echt ein bisschen langweilig. Ah, natürlich ist da wieder ein Reinhardt. Der will rein, aber hart. Bro. Der Gegner ist Bro. Okay, easy win.
hinter Roadhouse gehen. Der würde Jan auch stellen. Junge, wenn ich sie hol. Okay, ich dachte gerade, den Gegner hat runtergepfiffen. Das wäre lustig. Esperanza. Time to save the world. Jo, wenn ich meinen Boost macht. Ist die Sirene an? Es gibt auch ein Skin von Diva, wenn du deinen Boost machst, dann spielt Dubstep Musik. Ich glaube, da gibt es bei jedem Skin irgendwelche verschiedenen Funktionen, das ist eigentlich ganz lustig. Oh, hier oben steht das ganze Team, warum das denn? Wäre für dich das Wiese? Ich bin sowas von schuld. Darum ja, standen vier Leute. Ich gehe da nicht hin, da. Ich bin wahrscheinlich jetzt in den Tod. Ja, macht Sinn. Die haben mich gerade mit 700 Leben auseinandergenommen. Aber jetzt mal ehrlich, was ist denn ihre Taktik? Zu viel aus einer Brücke rumstehen? Ich bin Doppelkill rausgeholt, perfekt. Oh, nice. Sexy. Turn top of the word. Geh mal weg von meinem Healer, du kleine Forze. Ja, ich renne aber auch nur dumm rum, ey. Ja, ich bin stuck durch die Falle. Okay, cool. Ja, die anscheinend war auch stuck wegen Falle, keine Ahnung. Die stand auch nur dumm rum. Stuck being followed. Mal hoch rein hier. Und vielen Dank. India. Und natürlich ist da oben wohl. Dankwert, oder? Notorious. Ich kenn's nicht mittlerweile okay. Auch relativ gut mit den Charakteren hier drin aus. Ja. Der läuft dann halt nirgendwo mehr hin. Ja, der läuft definitiv nirgendwo mehr hin. Ist er wieder respawn? Über uns ist glaube ich jemand. Auf der Brücke. Nur wie du Mecker. Ich hab nur die Stöckelschuhe gehört, ey. Na, es gibt ja nur zwei Stöckelschuhen. Schütze weg ist, ne? Weggeholt. Cool. Yes. Ich, ich finde den Call halt geil, wenn ja. Der Healer sagt, ja, ich hab mal kurz einen Scharfschützen weggenudelt. Da denkst du dir auch nur, okay. Nervig. Kann sie tarnen und alles hacken und dann kann man wieder erstmal gar keine Fähigkeiten. Sie ist halt die absolut perfekte Flankiererin, sag ich dir, wie es ist. Cancel Classic. Ja, aber übelst nervig, wenn die auch die ganze Zeit mit ihren Maschinenpistolen da rumballert. Die gefühlt einen Instant wegzieht. Pilot. Also wenn man Sombra kann, ist das schon ziemlich gefährlich. Oh, weil die mich wegsnipen und trifft dann noch niemand gescheit, ey. Dann sollte sie sich vielleicht lieber auf Vollautomatik spielen.
Denn Sniper-Rolle hat der Gegner, glaube ich, noch nicht ganz verstanden. Why did Zack Snyder? Ja, die zielt aber auch irgendwie auf den Kopf, aber trifft da nicht mal wirklich. Das ist nur dumm. Sehr mysteriös. Gut, Kills machen gut hier, aber wow. Wenn die nicht mal gescheit wirklich was trifft. Ja, ich spiele tatsächlich. Wo ist die wieder hingefahren? Nicht ganz so gut auf die Rolle. Percent. Da ist sie jetzt gewesen. Da war sie mal. Sie war mal ein Gegner, jetzt ist sie nicht mehr da. Jetzt ist sie ganz weit weg. Und gleich wieder. Und ihr halbes Team geht mit ganz weit weg. Sag mal, haben die gerade nur Attacker? Gefühlt ja. Also drei sind Minimum Damage-Dealer. Irgendwas mit Doppelkill, glaube ich, gehört. Okay, jetzt habt ihr einen Tank und vier Damage-Dealer. Die gehen wirklich nur auf Damage-Dealer? Ja. Yep. Alter, ist das dämlich. Die ersten drei Minuten waren es actually fünf Damage-Dealer. Jetzt ist mal ein Tank trotzdem dabei. Ja, was bringt denn aber jetzt komplett nur auf Damage zu gehen, aber niemanden zu haben, der auch wirklich heilen kann? Es bringt im Prinzip gar nichts. Ich habe keine Ahnung, was ihre Mission war. Weil ohne Tank und Healer ist ein Squad relativ aufgeschmissen. Weil Tank hat die Schlüsselposition mit dem Point. Der Tank bei dem macht wahrscheinlich auch nur Schaden und männlich. Warum nutzt es den jetzt auch nicht viel, glaube ich. Denn egal ob man Damage blockt oder nicht, die primäre Funktion ist beim Punkt bleiben und den Gegner kontern. Gleich irgendwo oben. Oh, die war ist doch geil! Das hat der. Digga! Die verscheint sich in der Ecke, denkt sich so, die kann mich mit einer Mine wegziehen und danach hau ich sie trotzdem noch um die Ecke weg, indem ich ihr einfach gegen die Hand schieße oder so. Also das war ja mal ein gewaltiger Schuss in den Ofen, hey. Der will mir eine Falle legen und verkackt dabei. Wenn man nicht mal einen Healer wegcampen kann, ist das schon echt mies. Ja, ihr spielt Scharfschützen und dann Alter. Ey, das ist so scharf scheint sie nicht zu schießen. Die killt mich die ganze Zeit. Ist nur am Abfucken. Fuck. Oh, alles sind gerade beim Objective, sorry. Auf einmal stehen alle fünf Gegner beim Objective. Tschüss, Scharfschütze. Das ist geil. Ich spiele gerade im Stream eine Streamerin, die vor der Runde noch eine Runde zockt. Einfach das anders Authentische. Beziehungsweise in der Aufnahme, ich mache nicht wirklich. Erstmal das Team wieder hoch rein, let's go. Och na hui. How's my day? Alles klar. Hello. Ja, ich bin voll verwirrt, weil da verbündet. Alter, die Sombra ist übelst anstrengend, ey. Hab sie. Ja, ich seh's. Ich glaube, ich hab grad einen Triple. Oder? Egal. Oh, keine Ahnung. Scheiß drauf, wir haben gewonnen. 4000 damit. Ich habe immer noch mehr geheilt als Damage-Shows geteilt. Und trotzdem habe ich Kills geholt. Wie viele habe ich? Ich müsste eigentlich unfassbar viel Objective-Time haben, oder? Oh, ich bin's, Tim. Gerade noch gerettet mit der richtigen. Mein Diva-Bot ist eigentlich gestorben und in der letzten Sekunde habe ich gerade noch so die Taste für Selbstzerstörung gedrückt. Perfekt. So muss es.
Das ist aber, glaube ich, eine ganz kleine Videolänge, weil ich nehme gerade immer so 3 Runden auf. Dann restarte ich das wieder, dann nehme ich nochmal 3 Runden auf. Und so 30 Minuten ist eigentlich eine echt entspannende Videolänge, wo ich ein paar Videos schaffe. Aber die hat doch nicht zu kurz sind, weil Multiplayer will ich schon immer zumindest ein bisschen Volumen reinpacken. Weißt du, was ich meine? Ich meine, so Need for Speed Rennen ist scheißegal, ob ich alle 10 Minuten, also eine 10 Minuten Folge mache, weil auf Dauer wird es dann eben ein bisschen langweilig. Aber Multiplayer braucht man schon ein bisschen Volumen, weil ansonsten hat man nicht so viel Gameplay-Stuff in dem Live-Gameplay. Deswegen habe ich für 30 Minuten entschieden bei Overwatch. So. Der Runde zocken, von der Runde zocken. Ich hätte eigentlich auch mal Bock auf so alte Arcade-Shooter. Das ist zwar dermaßen stumpf, aber vielleicht ganz lustig. Das waren ja wirklich die ersten Videospiele, die eigentlich entstanden sind. Nehmt das nicht persönlich, wenn ich am meisten Kills mache, okay? Mache ich halt echt viel nicht. Komm schon! Ich muss beim Objective sein. Alter! Wieder aber auch relativ so instant gefühlt schon gestorben bist, ey. Was war das denn? Na okay, ich dachte direkt neben dem Objective. Ich hab noch kurz einen weggehauen, aber alle 4 haben halt volle Knester auf mich gejodelt. Auch lustig. Oh, ich hab sogar noch 2 weggehauen. Ja, das ist gerade ein bisschen schwierig. Danke. Wer auch immer mich hielt, ich liebe dich. Aua! Alles klar. Und wenn ich sowas sag, meine ich das rein teamtechnisch. Aua. Aha. No homo, sag mal so. Aber ich mag einfach gute Hide. Nee. Haha. Du findest mich nicht, du findest mich nicht. Ah, oh, Gandhi, hi. Naja, ich bin gerade vor 2 Gegnern irgendwie gekommen, indem ich einfach nur wieder durch die Gegend springe und in den Raum reingelaufen bin. Ich hab schon wieder 6 Kills. Halte ich am besten noch ein bisschen zurück, weil gerade ist niemand beim Objective. So, ich bin hinter dir. Jetzt kannst du ein bisschen vor. Wenn nicht, dass du dann alleine beim Objective steht, das wäre ein bisschen kontra. Na? Oh, am Start. Start. Wie aber auch das gesamte Team mich immer durchnudeln will. Willst du mich verkackeiern? Nö. Eigentlich kann der Rest des Streams ja komplett entspannt auf die draufjodeln. Die fokussen sich ja anders auf mich. Macht zwar Sinn, ist aber trotzdem ein bisschen nervig. Alles klar. Die Denkweise der Gegner einfach ein bisschen zu gut ist. Hier ein bisschen okay, hochheilen. Dann reagier halt nicht richtig, Taste. Beziehungsweise Skinwalker. Lieber Bot. Ist mir egal, ich krieg den Typen trotzdem. Vielleicht schaffen wir es irgendwie trotzdem noch zu gewinnen. Naja, wir müssen noch 2 Minuten verteidigen. Das könnten wir tatsächlich noch schaffen. Halt nur verteidigen. Wenn die jetzt aber trotzdem noch den Punkt erreichen, den Kontrollpunkt, dann haben wir halt ein bisschen nochmal versuchen. Naja. Ja. Wir könnten es noch schaffen und die Runde ist bei weitem noch nicht verloren. Noch nicht. Zur Null konnten wir sie einfach ausreichen bei den letzten 2 Punkten, dann kommen sie ja nicht vorwärts und verlieren.
Das schaffen wir schon, Jürgerzi. Er hat seine Ult. Hat er seine Ult gezündet? Ich hoffe doch nicht, sonst hat er wirklich seine Ult komplett verschwendet. Wir sind die besten Player okay. Um Planet Earth, Alter. Jetzt müssen wir wieder verteidigen, 4 Minuten lang. Alles gut, kriegen wir hin. Zumindest versuchen, 4 Minuten den Gegner, dass der Kontrollpunkt überhaupt nicht erreicht wird. Das Gute ist, wir haben jetzt Tor. Heißt, mit unseren Tanks können wir eigentlich ganz pornös verteidigen. Oh Gott, ich habe noch 2 HP und mir ein Mini-Digger. So, jetzt müssen unsere Tanks nur noch in die Mitte gehen. Damit wir den Point jetzt nicht gleich instant verlieren. Ja. Wäre ein bisschen kontra. Besten stirbt einfach. Oh Gott. Dazu. Bin da. Oh, was ist das denn? Blendet er mich nicht? Seine Ult, die heilt alle seine Verbündeten. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber was fällt dem Typen eigentlich ein, das direkt von meiner Fresse zu zünden? Ich wurde von dem Scheiß gerade voll geblendet, hey. Ganzes Zimmer dunkel und auf einmal ist da so ein LED-Lampe auf LSD von meiner Fresse. Ich muss mal kurz in Deckung. Tu das. Sonst bin ich down. 3. Finished. 2. 1. The best. Och, jetzt bin ich als Mini-Diva gestorben, ey. Eine Sekunde davor. Willst du mich eigentlich verkackeiern? Ja. Ja, hab ich schon gemerkt. 2 Minuten. Time in London. Ulti, wenn die sitzt, dann könnte ich die tatsächlich noch ein bisschen zurückdrängen. Ah. Ja, Gegner war mal. Aber ich glaube, ich gefühlt nur den kill ich irgendwie. Ich kill immer denselben. Nur weil der ständig mir irgendwie vor der Fresse rumrennt. No. Oh, danke. Ein Kartenspiel in den Arsch und dann geht's mir wieder besser. Okay. Unter mich doch nicht, du kleine Schlampe. Der gerade. Seine Q ist schon dann. Das ist. Musste der zweimal zuschlagen, ernsthaft? Ist das ja eigentlich nur irgendwo, der einmal zuhaut? Die Ult ist ein bisschen für den Arsch. Das muss man wirklich zweimal zuschlagen mit Kenji. Die Ult ist ein bisschen schwach ja, geworden. Dafür ist Moira viel zu strong. Ja, Moira ist definitiv zu strong. Bei Genji dachten sie sich, das was wir auf Moira packen, nehmen wir vom Kenji einfach mal kurz weg. Genji, ich sag immer Kenji, hä? Das ist ein bisschen verrückt. Einfach kurz meinen Bot als Deckung genutzt. Na, er drückt seine Ulti. Scheiße. Hab ihn trotzdem. Pro. Ich stehe mal ein bisschen zurück hier. Yep. Du darfst dich je nach Belieben zurückziehen und zurückfallen. Du bist schließlich dahinter. Ja. Und dann weiter. Hallo. Junkrat, was geht ab? Au. Auch wieder da. Ich kann gerade so auf meine Ulti einsetzen, weil ich einfach so viele Kills mache. Ich mache so viel Damage, ich habe gefühlt permanent meine Ulti. Ja. Ich finde da wieder okay, seine okay, Ulti, die eigentlich nur okay. Heilen kann. Er ist halt ein Healer. Heiler nicht, ey. Ja, aber der zündet seine Ult irgendwo nirgendwo, wo niemand irgendwelche von seinen Verbündeten rumrennen. Okay, das ist dumm. Zündet die einfach, obwohl das letzte ist einfach die reinste Verschwendung ist. Also als letzter die Ulti zu zünden, ist halt schon voll für den Arsch. Das macht nur Sinn, wenn beim Objective vielleicht noch die geholt Leute... Hab. Ach, die den Teleporter gesetzt hat.
wenn das ganze Team aber beim Objective steht. Oh, Soccer World Cup. Gewonnen! Mule Daddy, oh, what the sass? Alles klar. Skinner? Ja gut, da kommt wieder Noob Character Nummer 1. Mhm. Er trifft halt! Er trifft halt nicht mal richtig was. Oh fuck, ich hasse das. Mir ist gerade schon wieder die Luft so abgeschnürt. Könnte die nächste Runde einfach selber spielen.